Kollektives Versagen. Danke für nichts, HSV. Jo, moin liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier auf HSV Fan Talk. Das Spiel ist seit wenigen Minuten aus. Ich sitze sprachlos vor der Kamera und ringe nach Worten, denn ich kann immer noch nicht glauben, was ich da gesehen habe. Sang- und klanglos geht der HSV mit 1:3 bei Eintracht Braunschweig unter. Platz 1 hat gewunken, mit einem Sieg wären wir dort gelandet. Stattdessen ist alles ganz anders gekommen. Sebastian Schonlau ist zurückgekehrt, Jonas Meffert ist zurückgekehrt. Die Hoffnung war groß, dass eine gewisse Stabilität wieder einkehrt, die es in den letzten Spielen abhanden gekommen ist. Elversberg war eine absolute Katastrophe. Das Spiel in Freiburg war etwas besser, allerdings war Freiburg an diesem Tag auch wirklich nicht besonders gut und wirklich schlagbar. Ja, und das Spiel gegen Nürnberg war so der letzte Augenöffner. Ich bin ja ewiger Optimist und habe noch versucht, das Gute rauszuziehen. Es ist mir schwer gefallen, gute Miene zum schlechten Spiel zu machen, aber selbst dem größten Optimist gehen irgendwann die Argumente aus und das ist heute tatsächlich der Fall. Ich habe es bereits kurz angesprochen, für mich war das kollektives Versagen, was heute da beim HSV ablief. Dabei sind wir gar nicht so schlecht ins Spiel gestartet. Die erste Chance nach wenigen Minuten durch Ransford Königsdörfer. Toll von Davy Selke durchgesteckt. Renzi bekommt den Ball auf den Fuß, läuft allein auf den Torwart zu, vergeigt den Ball relativ kläglich. Und somit ist die erste richtig, richtig, richtig dicke Chance dahin gewesen. Ja, das Spiel plätscherte dann so ein bisschen dahin. Wir hatten allerdings noch das Zepter in der Hand und nach spätestens 15 Minuten war auch das vorbei. Braunschweig wurde immer stärker. Sie haben angefangen, uns zu dominieren. Sie haben uns wie die letzte Schülermannschaft aussehen lassen. Folgerichtig kam dann auch die erste Chance zustande durch Braunschweig. Es war ein Elfmeter. Die Situation vorher war ein bisschen konfus. Ball war aus, war nicht aus. Im Endeffekt scheißegal, wie Noah Katterbach da zum Gegenspieler hingeht. Das ist einfach dilettantisch. So kannst du nicht im Strafraum. So kannst du dich da nicht verhalten. Das ist absolut unsäglich. Ähnlich unsäglich war, wie der Braunschweiger Spieler den Elfmeter geschossen hat. Ziemlich lässig. Ferro konnte ihn halten. Super. Hat man wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft. Zieht sich der HSV jetzt am eigenen Schopf wieder raus. Sieht er sowas als Warnschuss, wenn ein Elfmeter gehalten wird? Ist ja oft so eine kleine Initialzündung, dass man dann selbst wieder daraus Stärke gewinnt. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Im Laufe der weiteren Halbzeit ist überhaupt nichts mehr gegangen. Braunschweig hat nach und nach das Zepter in die Hand genommen, hat uns ja schon fast schwindelig gespielt und ging dann natürlich auch folgerichtig in Führung. Und mit dieser Führung ging es dann auch in die Halbzeit. Ja, Halbzeit, immer eine gute Möglichkeit, was zu ändern, Ansprache anzubringen. Die Hoffnung war groß, dass Baumgart die richtigen Worte findet. Ja, aber auch das ist komplett versandet, weil was nach der Halbzeit gespielt wurde, war ja fast noch schlechter als das, was man in der ersten Halbzeit gesehen hat. Man möchte ja nicht denken, dass das noch zu unterbieten war, die Leistung der ersten Halbzeit. Aber es ging tatsächlich noch schlechter und so hat Braunschweig uns absolut lächerlich gemacht. Wir haben uns auskontern lassen wie Schülermannschaft. Haben Bälle vertändelt. Diesmal war es Jonas Meffert bereits in der ersten Halbzeit. Absolut stümperhafter Fehler, ähnlich wie Sebastian Schonlau vor wenigen Wochen, der den Ball verloren hat im Mittelfeld. Ich weiß nicht, was. Ja, ich bin sprachlos. Das ist absurd, was da momentan, was da alles zusammenkommt. Es reihen sich Fehler an Fehler. Keiner nimmt das Heft des Handelns in die Hand. Auch Daniel F. Hadli diesmal konnte kein Faktor sein im Mittelfeld. Karabetz, der das Spiel lenken sollte, hatte ein grottenschlechtes Spiel. Wobei es jetzt auch unfair wäre, ihn herauszunehmen. Gefühlt war jeder Spieler wirklich hundsmiserabel.
Da ging überhaupt nichts zusammen. Es war kein Aufbäumen zu spüren. Die letzten 10 Minuten ging es auf jeden Fall mehr in die Offensive, aber geschenkt. Also drauf geschissen. Klar, wir haben noch den Anschlusstreffer erzielt zum 3:1. Aber völlig egal, völliger Mumpitz. Das ist Alibi-Offensivfußball, der da zum Ende gespielt wurde, dass die Spieler zeigen wollten: guckt mal, wir versuchen es doch. Ja, die 80 Minuten davor habt ihr gepennt, geschlafen, Eier geschaukelt. Es ist einfach nur noch zum Davonlaufen. Man hatte nie das Gefühl, dass irgendein Spieler auch nur ansatzweise an seine Leistungsgrenze kommt. Ein Miro Muheim, gerade zum Schweizer Nationalspieler berufen, bei dem ging auch nichts. Jean-Luc Dompé wieder in Schönheit gestorben. Aber wie gesagt, es würde jetzt nichts bringen, einzelne Spieler zu nennen. Das war einfach von vorne bis hinten absurd. Was bleibt jetzt für eine Erkenntnis? Wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es, keine Konstanz in unsere Spiele zu bringen. Nach den wirklich überzeugenden Siegen gegen Düsseldorf und Magdeburg, auch wenn Düsseldorf ein bisschen glücklich war, aber es war ein überzeugendes Spiel, war auf einmal ein Bruch in unserem Spiel und seitdem sind wir nie wieder in die Reihe gekommen. Welche Lehren können wir nun daraus ziehen? Ich bin ratlos. Ihr habt ja vielleicht den letzten Stream letzten Mittwoch verfolgt. Der HSV bleibt ein Mysterium. Wir haben die einmalige Chance, auf Platz 1 vorzurücken, den anderen Mannschaften etwas Druck zu machen und wir schaffen es einfach nicht. Wir nutzen nicht Patzer anderer aus, wir können nicht mal vorlegen. Es kommt einem vor, als wenn diese Spieler überhaupt nicht aufsteigen möchten, als ob sie sich mit dem Status quo zweite Liga angefreundet haben. Sie genießen den Support der HSV-Fans und haben sich damit arrangiert, ewig Zweitligisten zu bleiben. Ich bin stinksauer. Es macht einfach keinen Spaß mehr, dieser Mannschaft zuzuschauen. Wenn überhaupt, bekommen wir gute 45 Minuten zu sehen. Heute war es nicht mal mehr das. Alles in allem waren es vielleicht 10 gute Minuten. Damit gewinnst du keinen Blumentopf und aufsteigen tust du damit erst recht nicht. Sprachlos, maßlos enttäuscht. Es ist zum Kotzen. Ich habe keinen Bock mehr. Gott sei Dank ist jetzt Länderspielpause. Tja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Die Trainerfrage wird ganz sicher aufkommen. Ja, ich kann nur hoffen, dass Steffen Baumgart die richtigen Worte findet, dass er irgendwie noch Zugang zu dieser Mannschaft findet. Ich habe das Gefühl so langsam, dass er die Mannschaft verloren hat. Ich halte Steffen Baumgart für einen hervorragenden Trainer. Er hat bewiesen, dass er aufsteigen kann, aber scheinbar ist er der nächste Trainer, der an dieser Mannschaft scheitert und verzweifelt. Und so kommt es, wie es kommen muss. Der nächste Trainer steht in den Startlöchern, wird den nächsten Versuch starten. Und wir stellen wieder die Charakterfrage der Spieler und dann sehen wir, wohin die Reise geht. Ein Spieler möchte ich noch hervorheben. Otto Stange ist ins Spiel gekommen und hat meiner Meinung nach einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Er war immer anspielbar, hat sich super eingefügt in die Mannschaft, wirkte überhaupt nicht wie ein Fremdkörper. Von daher möchte ich Otto Stange auch definitiv aus dieser Kritik mit rausnehmen. Der Junge mit 17 Jahren hat wirklich für sein Debüt absolut guten Eindruck hinterlassen. Da lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen, auch wenn wir ihn jetzt nicht verheizen sollten. Aber Otto Stange hat einen wirklich, wirklich guten ersten Eindruck hinterlassen. Top-Junge. Tja, was ist nun mein Fazit? Tja, scheiße. Wochenende ist gelaufen. Wie für euch wahrscheinlich auch. Hab eigentlich jetzt keinen großen Bock mehr auf Fußball. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass die Konkurrenz federn lässt, dass sie uns zumindest nicht zu weit davon eilen. Ich bin bedient, ich bin restlos bedient. Ich weiß, nächsten Mittwoch hat Fadi wieder seinen Stream. Ich denke, da wird er auch ordentlich auf den Putz hauen, weil so eine Leistung kann man sich einfach nicht bieten lassen als Fan. Also mal bei aller Liebe. Ich weiß nicht, was in den Spielern vorgeht. Gerade die Spieler, die schon ewig dabei sind, die immer wieder patzen, die uns immer wieder in Rückstand bringen durch ihre Fehler, die. Ich verstehe es nicht. Letztens war es Schonlau, dieses Mal war es Meffert. Es klingt hart, aber keiner dieser Spieler will auch ernsthaft als ewiger Versager in die Geschichte des HSV eingehen.
Bitte, Jungs, reißt euch doch mal zusammen für den HSV. Es kann doch nicht so schwer sein. Ja, bei aller Liebe, Braunschweig kämpft wunderbar. Sie haben ein super Spiel gemacht. Aber wir reden immer vom breiten Kader. Wir reden immer von unseren Möglichkeiten, von unseren tollen Spielern. Aber es kommt halt am Ende nichts dabei rum. Und das ist einfach frustrierend. Und es steht einem bis hier und ja, sprachlos. Flasche leer, kein Bock mehr. So, was bleibt mir zu sagen? Ja, das erste Video war wahrscheinlich komplette Scheiße hier von mir. Ich laber vor mich hin. Ich habe es auch schon im Stream gesagt letztens. Ich wollte ja schon mal ein Video machen. Es ist mir völlig entglitten. Ich habe zig Anläufe gebraucht. Mir ist nur Blödsinn über die Lippen gekommen. Wahrscheinlich dieses Mal auch. Könnt mich gern kritisieren dafür. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen trotzdem ein bisschen was gebracht, dass ihr nicht allein seid mit dem Elend als HSV-Fan. Ich fühle euch. Mir geht's uns miserabel. Tja, was bleibt mir zu übrig? Otto Stange, super. Ferro hat getan, was er tun konnte. Der Rest, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lasst es einfach sein. Ja, wie geht's weiter? Jetzt ist Länderspielpause, danach wartet FC Schalke 04. Vor dem Spiel hätte ich noch gesagt, okay, Schalke 04 können wir momentan nehmen, die sind absolut verunsichert, dürfte ein sicherer Sieg werden, aber viel besser sind wir ja momentan auch nicht, von daher habe ich keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgehen wird. Würde mich auch schwer mit einem Tipp tun, vor allem weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht, passiert auf der Trainerposition etwas, passiert nichts. Lassen wir uns überraschen, machen das Beste aus diesem missglückten Wochenende und gucken, was da so in den Medien und von anderen YouTubern so in den nächsten Tagen passiert. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wäre super, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt oder nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Kann ich verstehen, mir wird es auch nicht gefallen. A, wegen der Niederlage, B, wegen meinem Gestammel hier. Von daher, habt trotzdem schönes Wochenende und Fadi begrüßt euch dann nächsten Mittwoch im Livestream. Und wir eventuell, falls ihr sowas nochmal sehen wollt, beim nächsten Mal nur der HSV. Vater, Sohn.